Hallihallo. Das Tschüss sagen gestern war ja nun ein bisschen abrupt. Ja, es ging halt davor alles schief mit dem Videodrehen und so. Meine Speicherkarte war ständig nicht voll und so. Weil wir haben ja Lesemonat zusammengedreht, Daniel und ich. Und das ist ein ewig langes Video geworden, glaube ich. Also, ich glaube, es geht tatsächlich eine Stunde. Ich habe es noch nicht bearbeitet. Ich habe noch nicht meinen Vlog von vorgestern bearbeitet. Da bin ich gerade dabei, wie man da so schön sehen kann. Ja. Deswegen gab es gestern auch kein Video. Es tut mir leid. Oder beziehungsweise für euch gestern zwei, aber davor halt nichts. Also am Sonntag kam kein Video. Ich habe es einfach nicht geschafft. Ich habe es zeitlich einfach nicht gebacken bekommen. Es hieß ja erst, der Kindergeburtstag würde nur bis 18 Uhr gehen, aber wir waren erst so irgendwann zwischen 19 und 20 Uhr zu Hause. Ja. So ist halt manchmal und kann man nicht ändern. Da ich unbedingt den Lesemonat abdrehen wollte mit Daniel, deswegen hat das alles nicht so was hingegangen. Dann hatte ich dann ein bisschen anders zu tun und alles ging schief und. Ja. Okay. Aber nichtsdestotrotz, heute ist Montag. Heute ist mein Urlaub zu Ende gegangen. Und ich musste heute wieder nicht nur um 5, aber um 6 aufstehen. Ich durfte heute ein bisschen später aufschlagen. Erst noch in meiner alten Abteilung, wo ich meine ganzen Unterlagen und meine Beurteilung, meine. Übrigens sehr gute Beurteilung. Also ich bin damit sehr zufrieden. Abholen musste, dann ging es rüber ins andere Gebäude, zur anderen Abteilung und man läuft schon ein Stückchen. Also ist eine S-Bahn-Station entfernt. Und dann hieß es da, mein Ausweis liegt in dem Gebäude, also beim Hausmeister in dem Gebäude, wo ich gerade hergekommen bin. Und da ich innerhalb meiner Woche Berichtszeit unterschreiben lassen musste, weil ich es vergessen habe, musste ich nochmal zurücklaufen und wieder dahin laufen. Und dann war ich also bedient. Aber der ganze Tag war sowieso das reinste Chaos. Es ging wirklich alles schief. Also es war, ich wurde ja eingearbeitet in eine neue Abteilung, in einen neuen Arbeitsbereich. Und ich habe tatsächlich ein eigenes Büro. Also das ist schon mal, ich habe auch einen Schlüssel für dieses Büro. Also das ist schon Wahnsinn. Und was wollte ich sagen? Es ging irgendwie. Es gibt so eine schwierige Sache und eine schwierige Sache? Was soll ich da sagen? Oh Gott. Ja, wir fangen mit dem Schwierigen an, aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass das Schwierige, was. Oh, mein Akku blinkt schon wieder. Warum denn? Ich habe ihn doch gestern alles auch reingemacht. Moment. So, es zieht sich also weiter fort. Ja, also man sagte mir, es ist die schwierigere Sache und ich fand sie irgendwie einfacher als das davor. So, also, keine Ahnung. Oder nicht viel schwieriger. Ich weiß auch nicht. Ich muss dann morgen mal gucken, wie das alles so vonstatten geht und überhaupt und sowieso. Also es wird wahrscheinlich so einige sein, wo ich denke so. Ich weiß nicht. Ich werde morgen eigentlich ins kalte Wasser geschmissen. Ich konnte heute nicht viel machen, weil meine Karte noch nicht freigeschaltet war für die ganzen Sachen. Also ich kam noch nicht mal rein und raus mit der Karte. Also das ist ganz, ganz komisch. Ich hoffe, dass es das morgen funktioniert. Und ich muss mir da auch nochmal was gucken. Und am Computer muss auch die Karte reingesteckt werden, damit es funktioniert. Und auch das funktioniert hier nicht. Und oh, furchtbar. Furchtbar. Ja, also konnte ich nur so halbherzig arbeiten. Aber für den ersten Tag ist es auch gar nicht mal so verkehrt. Und vor allem nach dem ersten Tag nach dem Urlaub, also wirklich, es ging alles schief. Ich habe immer nur gesagt, das ist nicht mein Tag heute. War wirklich alles. Und dann kamen irgendwelche. Also ich muss halt in eine Excel-Tabelle was eintragen. Und dann gab es das erste, was ich eintragen sollte, oder was mir gezeigt werden sollte, das war irgendwie so völlig komisch. Und da kamen die selber nicht mit klar. Und ja, also es war. Die ist alles nett, aber es war alles sehr, sehr komisch. Naja, egal. Kann nur besser werden. Es wird auch funktionieren, denke ich mal. Also da sehe ich jetzt keine Schwierigkeiten oder so. Also mal gucken. Ich habe mir jetzt zumindest alles aufgeschrieben und dann gemacht. Gut. Ja, ich habe heute schon mal ein bisschen angefangen, Buchführung wieder zu machen. Was ich gestern auch schon gemacht habe, weil ich nämlich gemerkt habe, dass die vorletzte Buchführung, die ich gemacht habe, völliger Kokolores ist. Also zumindest die erste Hälfte könnte noch sein, dass es stimmt. Das weiß ich noch nicht so genau, aber ab der zweiten Hälfte. Ne? Da war irgendwie alles durcheinander. Das muss ich jetzt nochmal alles durchgucken und alles nochmal machen und. Ich dachte, das wäre fertig, aber ist denn wohl nicht so. Das darf ich mich jetzt heransetzen und das machen. Ganz großartig. Ja. Ansonsten liegt halt nicht so viel an. Schätze ich.
Ach, ich hab doch. Und habe ich euch gestern. Ich glaube nicht. Oh Gott. Ich weiß nicht, ob ich euch gestern die neuen Sticker gezeigt habe, die ich bekomme. Ob ich die jetzt hingetan? Hallo. Hab ich die hier hingepackt? Sticker? Sticker weg. Ich habe nämlich gestern, eigentlich hat Dani die bekommen, aber er braucht keine Sticker. Weil er mag diesen komischen koreanischen Pinguin total gerne. Diesen Poco, Poro, 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 ich glaube Poro, Poro, irgendwie so. Und dann ist unsere asiatische Nachbarin, nach unten gegangen. Also wir waren ja halt beim Kindergeburtstag alle zusammen wieder mal. Und, ach hier ist es. Und hat dann Sticker geholt. Also dieser da, dieser, wo ist er denn da? Den Pinguin, den findet er toll. Aber mit der Lederkappe und nicht mit dem Helm. Findet er ihn besser. Ich weiß nicht, Poro, man kann ja nichts lesen, ne? Es ist ja alles ein bisschen nicht lesbar für uns. Außer Merry Christmas, das geht schon. Zum Glück sind auf diesen Aufklebern wirklich Merry Christmas, Happy Christmas und so. Und nicht auf Koreanisch, was auch nicht schlimm wäre, aber man kann es halt nicht lesen. Ja, und dann habe ich halt neue Sticker. Weil Daniel braucht keine Sticker. Dann kriegt er höchstens die Pinguine ab. Ich sollte mich nicht drehen, habe ich gesagt. Ja. Gut, und ich habe heute, ich war ja nochmal, wie gesagt, in meiner alten Abteilung, wo ich bisher Praktikum gemacht habe, wo ich zum Schluss auch nochmal sein werde. Und ich habe dann einen Umschlag bekommen. Der ist ein bisschen dicker. Und ich dachte mir so, was ist das denn? Hat mir die eine hinterlegt, die einfach heute im Urlaub ist. Und auf dem Weg zum anderen Gebäude habe ich das mal aufgemacht. Und daraus kam dann... Immer das? Ups. Ich finde ja, das war so witzig. Also so ein Katzenbuch. Also das einfach nur, ich klappe mal auf. Ich dachte, es wären wirklich so Tipps für das Leben zu zweit, aber irgendwie ist immer ein Bild und ein Text. Okay, und was ich auch witzig finde, ich wusste nicht mal, dass sowas funktioniert. Ist aber das da. Oh, es blendet. Oh mein Gott, kann man das denn? Also, ja, also so Rezepte irgendwie für Essen für Katzen. Moment, ups, das war alles doof. Ja, so Ladies Fleischbällchen oder so. Okay. Keine Ahnung, warum ich mir irgendwas machen will. Also ich wahrscheinlich sowieso nicht, weil ich kann ja nicht kochen. mal gucken. Auf jeden Fall voll lieb, oder? Kriegt man da einfach mal so eine Katzenbücher geschenkt. Ja, okay. Ich werde jetzt hier weitermachen und mich dann später wieder melden. Wir freuen uns schon mal mit den Katzenbüchern an. So ein Knuffel. Ja, geh mal wieder auf den Sessel. Oh wei, oh wei, oh wei, oh wei. Während der Vlog von Samstag jetzt hochlädt, habe ich gerade festgestellt, dass Sonntag der 50. Vlog war. Und das ist der kürzeste. Upsi. Ja, da war einfach nichts. Dafür habe ich an dem Tag einen langen Lesemonat gedreht. Also, das will ich dann gleich bearbeiten, beziehungsweise nachdem kommt erstmal, was habe ich denn noch? Oh Gott, ich muss mir eine Liste machen. Also, ich werde den Fanfic-Store noch bearbeiten. Ich weiß gar nicht, ob ich die Deko schon bearbeitet habe, ob ich die Regalvideos schon bearbeitet habe. Puh. Bei der Buchführung komme ich inzwischen langsam voran. Aua! ja, aber es ist alles... Und mir ist eingefallen, was ich noch sagen wollte. Heute Morgen. Ich hätte jetzt 2 Wochen Urlaub, ja? Und heute Morgen, als Daniel und ich losgegangen sind, wir mussten heute mal gemeinsam los, das einzige Mal, da fiel mir irgendwie unterwegs ein, also gleich zum Beginn eigentlich, beim Rausgehen aus der Wohnung schon, irgendwas habe ich vergessen. Ich habe irgendwas vergessen, ich weiß nur nicht was. Ja, jetzt weiß ich es. Ich habe kein Buch dabei gehabt. Ich wollte heute endlich die rote Spur des Zorns beginnen. Tja, das war ja wohl nichts. Ja, und Daniel hat seinen Kopfhörer vergessen, konnte also keine Musik hören. Also hatten wir beide unterwegs Spaß. Ja. Naja, wie auch immer. Okay. Es ist inzwischen 10 vor 6. Und immer mit dem Gefühl, ich komme überhaupt nicht vorwärts. Keine Ahnung. Aber es wird bestimmt leichter werden.
Also ich glaube, die schlimmsten Sachen sind vorbei. Mal gucken. Das ist so furchtbar, wenn man alles falsch gemacht hat. Ich weiß nicht, was ich da veranstaltet habe. Echt nicht. Das darf man alles ausmerzen. Das ist ätzend. Ätzend. Na gut. Ich mach mal weiter, sonst komme ich nie fertig. Mhm. Sonst werde ich hier nie fertig. Ist das ein bescheidener Tag. Es ist schon nach 22 Uhr. Ich weiß nicht, wie weit nach 22 Uhr. Wie weit nach 22 Uhr. Und von mir aus auch dies. Und ich bin vor ein paar Minuten fertig geworden mit dem ganzen Krempel. Und jetzt spinnt das die PDF-Datei zum Drucken. Da! Überhaupt spinnt der ganze Rechner und keine Lust mehr. Mann. Ich gehe jetzt schlafen. So. Aber ich muss erst drucken. Seufz. Na gut, ich sag euch aber tschüss. Bis morgen, wenn ihr mögt. Bye bye. Kaum die Kamera ausgemacht, klappte es doch. Okay, jetzt aber wirklich tschüss.